Jo Leute, was geht ab? Ich bin Sam wieder auf meinem Kanal. In diesem Video mache ich neue Midas Aufstieg, Jules gegen das goldene Händchen. Und wir fangen direkt mit dem ersten Auftrag an. Dieser Auftrag hat drei Phasen. Wir fangen direkt mit der ersten Phase an. Erste Phase, und zwar für Gegner Chancho, während du unter dem Effekt des Flusses Sticks stehst. 300 Chan, 10.000 XP, das würde ich sagen. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Also Leute, ich gehe davon aus, dass das hier, eine Sekunde, auf der Karte Flusses von Sticks ist. Also ihr müsst da einfach reingehen, da habt ihr hier diesen Effekt. Also der Effekt bringt euch, dass ihr hier, ihr seht, ihr könnt euch nach vorne sozusagen teleportieren, könnt immer wieder reingehen und dann endlich das machen. Ihr seht es ja. Und damit, wenn ich unter dem Effekt des Flusses Sticks bin, muss ich einfach mal Gegner Schaden zufügen, und zwar insgesamt 300 Schaden. Dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Eine Sekunde, hier in der Nähe ist ein Gegner, Leute. So, eine Sekunde, ich muss ihn ganz kurz sehen. Er hat hier gerade geschossen, also ist auch unsere Nähe. So, hier vorne. Der ist ausgeschieden, wir müssen einfach mal Schaden zufügen. Und ihr seht, es klappt auf jeden Fall. Hier. Es wurde auf jeden Fall richtig krass gezählt. So, eine Sekunde. So, gehen wir mal hier. Wir haben jetzt schon 202 von 300 Schaden. Und dann würde ich sagen, sehen uns gleich wieder, wenn wir den Auftrag abgeschlossen haben. So, zack, Leute, ich habe den Auftrag abgeschlossen. Ich war unter dem Effekt und habe einfach Gegner mit egal welcher Waffe Schaden zugefügt. Insgesamt 300. Da haben wir auch die erste Phase abgeschlossen. Die zweite Phase, und zwar trifft Gebäude bei Grimgate, um ein Essenzglas einzusammeln. Einmal 10.000 XP auf der Karte, ganz genau hier. Ja Leute, das hier sind einfach Gebäude, Grim Gate. So, einfach mal zerstören. Und ihr seht, die kommen auf jeden Fall Essenzglas raus. Ihr müsst die einfach mal einsammeln. Und somit haben wir dann auch die zweite Phase abgeschlossen, wie ihr sehen könnt. Und die dritte Phase. So, und zwar bringt das Essenzglas zu Jules. Einmal 10.000 XP. Ich hatte ganz genau hier. Leute, ich gehe jetzt ganz schnell zu Jules. So. Ich muss mit dir sprechen. Zack, 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 zack. Einmal mal die ganze Zeit fortfahren drücken. Und somit haben wir auch den Auftrag abgeschlossen. Ihr seht das hier. Ich aber zu Jules einfach die ganze Zeit fortfahren drücken. Habt ihr den ersten Auftrag auch abgeschlossen. Der zweite Auftrag ist ja, modifiziere Waffen. Drei Waffen müssen wir modifizieren. 10.006. So Leute, ich bin hier. Also modifiziere Waffen, also ihr seht zum Beispiel hier bei grauen Waffen habt ihr null Modifikation. Bei seltenen Waffen habt ihr 2, beim epischen habt ihr 3 und bei legendären habt ihr 4. Ich habe jetzt episch und ich muss einfach nur eine Sache modifizieren, ein Zielvisier ausrüsten. Dann habe ich auch bei den Auftrag 1 von 3. Deswegen warten wir ein bisschen, dann sehen wir uns einfach gleich wieder. Leute, ich bin auf der Karte ganz genau hier und hier befindet sich ein Bunker, der gleich aufgeht. Aber ich empfehle euch, wenn ihr Gold sparen wollt, nehmt epische oder auch goldene, also legendäre Waffen. Denn ihr braucht noch einen Modifikator. Also ihr müsst ihr einmal modifizieren, da habt ihr 1 von 3 und hier auch einmal nur. Denn bei seltenen müsst ihr 2 oder auch bei grünen 3 und 4. Deswegen empfehle ich euch, epische oder legendäre Waffen zu modifizieren. Damit sagen wir uns gleich wieder, wenn der Bunker geöffnet ist. So, hier ist ein Mod-Werkbank. Ihr geht da einfach hin, ihr müsst eine Waffe auswählen und dann einfach mal hier die Waffe upgraden. Ihr seht es hier, ich habe schon alles ausgewählt, weil es schon episch ist. Müsst ihr einfach mal einen kaufen, habt ihr jetzt schon 1 und 3. Die legendäre auch mal kaufen. Ihr müsst insgesamt hier 4 haben. So, ich nehme jetzt einfach mal die seltene. Nummer 2 und zack, einfach irgendwas hier ranbauen. Also hier muss ich 2. So, ihr müsst einfach Waffen modifizieren. Auch ihr müsst nicht alle voll haben. Ihr müsst einfach mal einmal modifizieren, egal irgendwas von den 4. Und da habt ihr auch den zweiten Auftrag abgeschlossen. Dritter Auftrag, und zwar Nierspieler mit vollständigen modifizierten Waffen. Also Leute, wir müssen jetzt Gegner nieren mit voll modifizierten Waffen. Also hier muss 4 Stück sein, weil egal welche Waffe. Insgesamt müsst ihr 5 Gegner eliminieren. Dann sehen wir uns einfach gleich wieder. Eine Sekunde, hier vorne ist ein Gegner. Ich push ihn einfach mal. So. So, direkt auf ihn. Hier einfach mal eliminieren. Und ihr seht, somit haben wir auch 1 von 5. Wir müssen insgesamt 5 Gegner eliminieren. Dann sehen wir uns einfach gleich wieder. Leute, ich habe den Auftrag gerade abgeschlossen. Ihr seht, so.
Und somit habe ich auch ein epischer Sieg geholt und auch 5 Kills mit voll modifizierten Waffen. Und ihr seht, ich habe den Auftrag abgeschlossen. Ich habe 5 Kills gemacht. Ich hatte in dieser Runde 8 Kills. Und ein epischer Sieg, das halt. Und somit haben wir auch Midas Aufstieg-Aufträge abgeschlossen. Da würde ich sagen, kehren wir zurück zur Lobby. Und ja, Leute, wenn ihr 12 Aufträge von Midas Aufstieg abgeschlossen habt, also Midas Aufstieg Bonusziele abgeschlossen habt, 12 Aufträge insgesamt, dann bekommt ihr hier einen Rücken, das war unser Rose der Habgier. Einfach mal ausrissen. Und das hier ist der neue epische Siegleiter der Olympia. So sieht das Ganze aus. Zack, einfach mal auch ausrissen. Und ihr seht es hier, wir haben den Auftrag abgeschlossen. Ja, ihr müsst 12. Schließe mir das Aufstieg-Aufträge ab bei Bonusziele 12, dann bekommt ihr den Rückenschlag. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, war schon mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Gefallen, lasst gerne ein Like da. Abonniert gerne meinen Kanal. Lasst ein Glück, jetzt kein Video verpasst. Dann würde ich sagen, war schon mit dem Video. Und ciao, haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.